ist soweit. Ein Update wurde announced und das sind alle Infos, die wir bis jetzt haben. Nämlich, wenn wir einmal auf den Discord-Server von Notruf Hamburg gehen, dann sehen wir Folgendes auf deren Announcement-Channel, der by the way gestern halt um 19 Uhr gepinkt wurde. Nämlich, wir haben diese Woche die Robbery Week 2024. Ich glaube, das ist doch die erste Robbery Week, dass es sowas gibt. Korrigiert mich, wenn es das schon mal gab. Aber ich meine, das gab es noch nicht. Wir hatten sonst nur allgemeine Bonusse auf Jobs und sonstiges. Und da geht es halt, dass halt bis zur nächsten Woche wir haben wir die Möglichkeit, wesentlich mehr Geld aus Robberies rauszumachen. Das heißt, ab jetzt bis zur nächsten Woche können wir wesentlich mehr Geld aus Notruf Hamburg herauskloppen. Das heißt, I don't know, so eine Bank kann man halt anstatt ein Goldbarren 2000 wettes, können wir aus einer Bank aus einem Goldbarren 4000 rausbekommen oder so. Aber immer steht hier, 30% mehr Geld für alle Store-Robberies, das heißt Gas, Tankstellen, den Tool-Shop und den Farm-Shop. Dann nochmal 30% mehr Money für Bankcontainer und Robberies. Kein Plan, wo man das halt separatiert hat jetzt in dem Post, aber ist eigentlich das gleiche, also ausrauben. Und 30% XP-Boost für den ADAC und einen neuen Code, den werden wir einmal kurz hier auch sofort in-game einmal kurz einlösen. Einfach bei Einstellungs-App reingehen, Code einlösen, Code eingeben und da geben wir ein Robbery Week 24. Und dann bekommen wir 4000 Euro auf unser Konto gut geschrieben. Das heißt, einmal Auto reparieren, das hat sich doch gelohnt. Und wir werden auch in der nächsten Zukunft dann auch endlich einen Sneak Peek bekommen. Ich habe auch letztens gesehen, dass auch Moderatoren und Tester letztens auch wieder ein bisschen getestet haben. Das heißt, würde ich mal sagen, kommt da auf jeden Fall was. Meine böse Vermutung, jetzt kommen wir zum Negativen der ganzen Geschichte. Meine böse Vermutung ist, dass das alles einen Sinn hat, warum wir jetzt eine Robbery haben. Nämlich, dass wir in der nächsten Update entweder einen neuen Supersportler bekommen, das heißt, wir müssen wieder richtig fett reincashen, oder dass wir eventuell neue Kleinigkeiten zu kaufen bekommen. Also meine böse Vermutung ist, wie gesagt, dass wir ganz, 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 ganz viele Sachen zu kaufen bekommen. Wie gesagt, es wird eindeutig, schätze ich mal, kein Tuning-Update sein, wie schon gesagt. Das ist eindeutig gestrichen von der Liste. Außer mit dem Sneak Peek, der dann kommen wird, würden sie dann nochmal bestätigen, dass sie eventuell doch vielleicht ein Tuning-Update bekommen werden. Aber meine große Vermutung ist, dass wir kein Tuning-Update bekommen werden. Und es ein Update sein wird, wo wir wieder richtig fett reincashen müssen. Weil, warum sollte man sonst eine Robbery Week machen? Da hätte man doch einfach nur einen XP-Boost in alter Frische machen können. Also vermute ich mal, hat diese Robbery Week schon was damit zu tun mit dem Update. Das heißt, ihr könnt schon mal darauf gefasst machen, das neue Update wird sehr viel mit Geld zu tun haben. Das heißt, wir müssen sehr viel Geld ausgeben. Kann natürlich auch sein, dass wir sehr viel Geld ausgeben müssen, weil wir Tuning bezahlen müssen. Aber das vermute ich mal eher weniger, weil dann müssten sie ja wie auch das ganze Game oder die ganzen Autos hier umstrukturieren. Weil ich glaube nicht, dass man so viel Geld grinden müsste, obwohl, kann man bei Notruf Hamburg gut vorstellen, für ein paar Felgen. Auf jeden Fall, wird es auf jeden Fall, glaube ich, das Update wird sehr, sehr, sehr teuer. Und da wird dann diese Robbery Week auf jeden Fall einen großen Teil mit sich beitragen. Und ich bin mal gespannt, wie gesagt, was wir bekommen dann, wenn es dann soweit heißt, Sneak Peek Alarm. Und schreibt in den Kommentar rein, was ihr glaubt, was wir kriegen, was wird das ganze Ding auf sich haben. Werden wir das Tuning Update bekommen und wird die Robbery Week was damit zu tun haben, dass wir hier in das nächste Update fett reinbuttern müssen. Schreibt in den Kommentar rein und wie gesagt, in den nächsten Tagen gibt es auch ein dickes Video. Das dazu, das hat ein bisschen gebraucht jetzt, deswegen seid auf jeden Fall gespannt, wenn es dann soweit ist. Wird auf jeden Fall eine Premiere sein, denn da habe ich ganz viel Liebe reingesteckt.